Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Echo. Wir sind jetzt gerade am Warten, oder ist sogar schon soweit, auf unsere Truhe. Denn wir möchten heute zu unserer zukünftigen Mine gehen. Da hinten haben wir einen riesengroßen Steinberg. Ich meine sogar inklusive Eisen und anderer Erze war der. Und da hoffen wir jetzt auf eine lohnenswerte Quelle für Steine etc. Blau? Warum ist denn hier alles blau? Sieht aber komisch aus. Ah, vom Licht. Oh, richtig schön dicht dran damit. Alles schon mal andetschen. Ruhig kaputt sein. Wir wollen ja jetzt sowieso alles abbauen. Schon so abbauen kann, ob ich dafür auch wieder irgendwas lernen muss. Ja, wir werden es gleich herausfinden. Erstmal kümmern wir uns hier um die normalen Steine. Ich sehe gerade, das verbraucht ordentlich Kalorien, aber gibt auch ordentlich Erfahrungspunkte. Diese Truhe diesmal schön dicht reingestellt. Muss nicht ganz so weit immer wieder dorthin laufen. Boah, wieder immer schön, ich bin ganz gedreht. Gut, da kommen wir auch immer bei. Ja, die ganzen Steine, die jetzt hier noch so verloren rumstehen, die machen wir auch noch eben alle weg. Am Boden angedetscht, den wollte ich noch gar nicht. Geht auch. Die weg haben. Dann schauen wir uns einmal das Erz dort hinten an. Was das so Schönes für uns bereithält. Aber ich habe echt die Befürchtung, dass da früher eine Meldung kommt. Nee. Muss jetzt erst lernen. Sieht aber gut aus. Was werden wir gut mit haben? Haben wir anscheinend auch.
Oh ne, das sieht doof aus. Geh mal lieber in die Truhe. Wie sieht es aus hier drinne? Was war das jetzt hier? Kupfer. So, dann nehmen wir uns mal 10 Holz. 10 Holz, Entschuldigung. 10 von den Steinen gehen nach Hause und danach holen wir uns noch einmal eine kleine Runde Holz ruhig nochmal wieder. Dann schauen wir mal, wo und wie wir dann gleich noch ein bisschen weiter bauen werden. Ja, um das Kupfererz vernünftig zu nutzen, gehe ich ganz stark davon aus, dass wir dafür erst eine Schmiede oder irgendwie was benötigen. Das können wir bestimmt nicht im Lagerfeuer einschmelzen. Wir haben auch schon wieder einen Skillpunkt zusammen. Aber bisher ja, weil hier das Engineering. Asphaltrampe, können wir hier Computerkram, Industriekram. Das Woodworking. Das ist. Hier haben wir aber auf jeden Fall nichts dabei, was wir davon benötigen. Ja, das macht das alles ein bisschen günstiger, aber das ist jetzt auch gar nicht so interessant. Das habe ich ja verstanden, aber ich möchte das ja gerne jetzt schon machen und schaffen. Ja, auch das Woodworking würde ich ja gerne jetzt schon lernen, aber irgendwie. Ich möchte das noch nicht ganz so lehren, wie ich das gerne hätte. Ja, Woodworking, der dritte Skill, auch der ist total uninteressant für mich, weil ich ja den ersten noch lernen möchte. Doch jetzt hier noch ein paar Punkte reinpacken. Wir könnten wir jetzt bald Dächer und so ein Kram bauen.
und diesen lustigen Hammer. Wo haben wir denn hier? Basteln wir doch direkt mal eben. Oh, jetzt können wir auch hier so die Candle bauen. Das Dach jetzt gerade noch nicht. Dieses Fett davon müssen wir auch eigentlich hier schon. Und ich fasse hier im Lagerfeuer. Ey. Lässt mich so bitte daran. Dann geht doch. Und ich war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben was. Von diesen Kerzen machen. Aber auch das ist jetzt nur halb so wild. Und wenn wir den Hammer haben, was kommt man dann hier schönes lernen? Dieses Carpentry Skillbook. Machen wir einfach mal. Mal fertig basteln hier alles, was wir so machen können. Ja, hier fehlen uns halt noch die Holzsachen. Da sind wir noch nicht gut genug drin. Das bringt uns leider noch nicht weiter. Also das wird immer noch ein bisschen stutzig, mal das hier. Farmer Tools, dass wir da auch noch nicht weiterkommen. Ich hätte echt gedacht, mit ein bisschen normalen Holz kriegen wir es wohl gebacken. War da aber erst, das war da wirklich so holzmäßig, so up to date sein müssen, das hätte ich nicht gedacht. Ach, wir haben hier gar kein Holz drin. Oh je, nee. Haben wir noch genug Holz? Ne, 10 Stück fehlen dann sogar noch. Aber das ist ja nun wirklich schnell geholt. Im Gegensatz zu vielen anderen Geschichten hier. Naja, damit kann ich es auch kaputt machen. Oh, dir geht es jetzt hier an den Kragen. Jetzt aber Mr. Ast. Oder doch nicht. Ach, er scrollt schon ab. Er wollte nur nicht ab aussehen. Doch schnell das schicke Buch hier lernen. Dauert jetzt auch wieder nur 5 Minuten. Bis jetzt sind da noch keine Bäume nachgewachsen aus den Stümpfen. Rechnet er noch nicht wirklich mit, aber irgendwie müssen wir doch eventuell wieder zu Bäumen kommen. Die sind ja sonst irgendwann doch wirklich komplett weg. Obwohl, vielleicht kann ich
das auch irgendwo skillen, dass ich irgendwie einpflanzen kann. Macht vielleicht wohl seine. Schreibe wahrscheinlich wieder ein paar kleinere Scheiben hier davon ab. Aber wir brauchen ja sonst ja nirgendwo Holz. Hätte ich fast gesagt, dann können wir es auch jetzt da weiter machen. Da wollen wir auch vorankommen. Hup, hup. Macht so schöne Geräusche beim Springen, der Mann. Das war völlig falsch platziert. Da kannst du sagen, was du willst. Du kommst auch erstmal wieder da weg. Muss ich echt noch einen Baum füllen mit den Fällen? Bin ich da diese. Ach nee, nein, muss ich nicht. Muss ich nicht, hat sich erledigt. Das wird dann hier bald eine Tür werden. So. Schon nochmal diese Grundfläche fertig. Ach, brauche noch zwei. Also irgendwas war hier doch am Basteln oder was hier was fertig gebastelt worden. Ja, unsere Kerze, unsere eine. Wunderbar. Doof da aus. Ich hab das so verstanden, dass wir die eventuell an der Wand platzieren. Na. Das hätte ich mir auch denken können, dass ich die nicht abschießen kann. Ich freue für sowas auch einfach jetzt den Hammer, um sowas zu entfernen. Ich bastel mir mal noch ein. Ach schön, ich kann es einreihen, aber er baut es nicht, weil ihm Holz fehlt. Nehmen wir uns den Baum hier noch eben vor. Bärchens essen. Ein paar haben wir sogar noch übrig behalten. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn wir von allen Seiten das Haus jetzt noch so ein bisschen erreichen können. Irgendwie sind mir die Bäume jetzt doch schon alle fast zu weit entfernt, obwohl die ja eigentlich gar nicht so weit weg sind.
Hammer braucht noch. Das Buch dann schätze ich hier aber auch noch, oder? Ne, anscheinend nicht. Es ist fertig. Ah, ich habe einen neuen Skill gelernt. Und wieder Landmarks erhalten, die ich hier bisher noch nicht benötige. Ha! Jetzt kann ich hier die Bretter machen. War das jetzt hier der fehlende Skill, den ich benötigt habe? Jawohl. Ja, dann als nächstes bekommen wir sogar die Fenster dann, wenn wir einen Skillpunkt voll haben. Ja, dann würde ich mal sagen, da kommen wir jetzt überhaupt nicht drum rum, als dass wir uns jetzt noch mehr Holz besorgen. Und was auch bedeutet, wir können dann jetzt bald endlich Ackerbau betreiben. Sobald der Hammer fertig ist, geht es an die Bretter. Direkt danach werde ich dann im Anschluss zusehen, dass ich die Gartenhacke bastel. Gar nicht mal so gut gewesen, der Plan. Aber hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können, dass der Baum dann doch fällt. Wenigstens ist er jetzt hier gefallen. Lagerfeuer haben wir ja eine Stunde eingeschaltet. Mal gucken, ob das Feuer da drin auch so lange hält. Eine Gartenhacke haben wir ja dort drüben gemacht. Dafür mussten wir ja die Bretter rüberbringen und ich weiß gar nicht, was noch. Müssten wir gleich mal eben schnell nachschauen. Jetzt auf jeden Fall das hier erstmal noch mal eben zu unserer Werkbank. Wir werden hier jetzt dann gleich noch mal eben Bretter erstellen. Ach, das war jetzt nicht richtig. Ich wollte noch welche mitnehmen von den Brettern. Was brauchen wir noch? Brauchen wir vielleicht nur Steine? Mit und schmeißen die auch mit hier vorne rein. Ich weiß, was für komische Ideen der sonst gleich hier noch kommt. Ja. War sogar ganz genau richtig. Wir haben auch Steine benötigt dafür. Bären ins Inventar.
könnte ich ja eigentlich auch schon hingehen. Hier die Weizensamen. Beerensamen hier. Und Maissamen. Pflanzen. Ja, hier dieses komische Gras, das könnte man da auch noch nutzen. Oh, gib her meine Hacke. Wir sind ja ganz gespannt, wie das funktioniert. Und wie das funktioniert, das seht ihr beim nächsten Mal. Und erneut bedanke ich mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, hier bei YouTube, Facebook, Twitter, überall wo ihr möchtet. Das würde mich sehr freuen. Abonniert mich sehr gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Und ich sage einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.